Ich nehme mal die Eige Was ist denn weg. dein Sound? Mein Sound ist nicht gut. Ja, das ist ziemlich hier, sag mal, verzerrt. Dann mache ich es ganz kurz. Ich spreche langsam, dass es nicht so zerrt, und mache es ganz kurz. Ich freue mich, dass ich gleich an Sven, Sina und Johannes übergeben darf. Wie ihr seht, heute geht es um Evidenz von Smartphone-Apps, Trusted-Health-Apps. Gott, geht schon los. Dank nochmal an Yannick für diese großartige Krone. Ich zeige sie nochmal ins Bild, nächstes Mal auch ein größer. Und ein ganz kurzer Hinweis. Nächste Woche, wer vor Digital Medicine sich immer langweilt, kann sich hier bei Digital Health, wie verändern sich Berufsbilder im Gesundheitswesen, vom BVMD und der Uni Siegen, bei der man ja nun auch bald Medizin studieren kann, anmelden und da an dem Think Tank teilnehmen und mal ein bisschen was über Digitalisierung in der Medizin mitdiskutieren. Heute aber schalte ich mich aus und höre einfach nur zu, weil der großartige Sven und die noch viel großartigeren Sina und Johannes von der Bertelsmann Stiftung heute übernehmen und richtig mal zeigen werden, wie digitale Medizin eigentlich auf dem Smartphone aussieht, wie evident das ist und ob man dem Ganzen auch überhaupt vertrauen darf und kann. Ich schalte mich mal aus und du schaltest dich mal an, Sven. Hast du eine Präsentation oder machst du Freihand? Mach Freehand. Dann lass Ja, los. du wolltest dich wegschalten. Ah, gut. Ja, hallo zusammen. Zunächst mal einmal die Frage, wer war letztes Semester schon hier im Kurs? Und was macht ihr? Eins in den Chat. Okay. Anscheinend doch einige. Das macht aber nichts. Sehr gut. Eins, ein paar Zweien dabei. Okay, alles klar. Das Thema heute hat uns letztes Mal auch schon so ein bisschen beschäftigt. Also praktisch Vertrauen, Nutzen, Wirksamkeit, was auch immer von Smartphone-Apps. Bevor wir mit der wundervollen Präsentation von Johannes und Sina anfangen, habe ich ein paar Fragen an euch, die ich euch gerne stellen würde. Und zwar geht es nochmal einmal darum, dass wir so ein bisschen einen Einstieg ins Thema kriegen. Und euch gerne die Frage stellen würden, ja, wie nutzt ihr eigentlich Smartphone-Apps und ja, was ist, sage ich mal, euer Nutzen, den ihr daraus zieht? Da habe ich vier, fünf Fragen vorgestellt. Bitte kreuzt doch mal fleißig an. Ihr könnt hier mehrere natürlich auswählen. Gut, haben alle. Ja, klickt mal. Mach das mal hier online. Okay. Also tatsächlich nutzen relativ viele hier Apps. Mindestens einen digitalen Helfer. Was auch immer das sein kann. E-Coaches. Die Krankenkassen haben häufig so E-Coaches, wenn sich da jemand fragt, was das ist. Smartwatch. Das finde ich tatsächlich interessant, dass es so wenig Leute sind. Aber Fitness-Tracker, ja gut, weil die wahrscheinlich ein bisschen günstiger vielleicht auch sind. Also 150, jo, also 80, 90% nutzen irgendwelche Apps. Das ist schon mal sehr interessant. Okay, da kommen immer noch welche nach. Okay, ich beende die Umfrage jetzt. Alles klar, auf jeden Fall so knapp, ja, 90%, das ist schon mal echt interessant, dass das wirklich so viele nutzen. Dann wie oft macht ihr das Ganze? Also, keine Ahnung, ihr könnt ja, sag ich jetzt mal, eine Zyklus-App nutzt man ja nicht jeden Tag, aber was weiß ich, zum Joggen auch nicht jeden Tag, sondern irgendwie nur alle paar Tage, wenn man jetzt nicht Marathonläufer ist oder so. Aber jetzt so grob, sagen wir mal, im Durchschnitt, das müssen wir jetzt nicht als so super präzise ansehen, aber bestimmte Apps nutzt man einfach nicht jeden Tag, egal ob die jetzt was für einen Zweck die hat. Also wöchentlich, ja gut. Das seltener als einmal pro Monat. Ihr könnt das gerne kommentieren auch, wenn ihr da was zu sagen möchtet. Manchmal sind so kategorisierte Fragen ja ein bisschen schwierig, aber ihr könnt ja gerne was zu schreiben, wenn ihr möchtet. Okay, also wöchentlich und täglich scheint, also relativ viele täglich sogar, aber die meisten halt irgendwie wöchentlich, ne? Das sind wahrscheinlich auch, also
Die Frage ist dann zum Beispiel, okay, ist Komoot zum Beispiel, wenn man jetzt Fahrrad fahren geht, ist das dann auch eine Gesundheits-App oder sowas, ne? Keine Ahnung. Ja, aber letztendlich sind wir jetzt erstmal hier pragmatisch wahrscheinlich. Okay, also wöchentlich ist anscheinend das meiste. Genau. Dann, jetzt geht es nochmal um das Thema, was sicherlich viele auch so ein bisschen bewegt in den letzten Jahren, zunehmend mehr. Jetzt werden ja, die Daten, die da rauskommen, sind ja das, was viele interessiert. Und was, jetzt muss ich es nochmal öffnen, so genau. Also mit wem würdet ihr die Daten teilen? Also wer sich jetzt fragt, warum mit der Familie, ihr könnt ja in so bestimmten Apps, wenn ihr zum Beispiel joggen geht, könnt ihr so Punkte ergattern und dann mit euch mit Freunden betteln. Also hier, ich habe 10 Kilometer mehr gelaufen, ich bin besser als du. Und dann kann man wieder, ne, sozialer Druck und so, also das ist zum Beispiel mit der Familie gemeint. Genau, unabhängige Forschungseinrichtungen, das wären dann sowas wie wir. Mit Freunden, Familie ist dann irgendwie habe ich das Gleiche. Mit dem Arbeitgeber, das zeichnet sich hier schon ab, da kommt gleich noch, glaube ich, eine Frage zu, das ist auch nochmal interessant, dass das nur zwei Leute machen wollen. Und hier, das habe ich jetzt aus meinem Interesse hinzufügen, nie, nein, niemand soll meine Daten außer ich selber. Das sind irgendwie die meisten, obwohl mit der Familie es für relativ viele anscheinend okay ist. Und die Forschung irgendwie auch, ne? Also da ist man bei dem Thema Datenspende, sag ich mal. Also wie es ja auch mit der Corona-App beziehungsweise mit der App vom RKI so war. Gut, jetzt kommen wir nochmal hier. Ihr könnt mal reinschreiben, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, nee, für die Arbeit nicht. Warum nicht? Weil das, also das Thema, klar, man kann sich das schon vorstellen, irgendwie, was da für Gründe da sind, aber es gibt ja, also betriebliches Gesundheitsmanagement digital ist ein Riesenthema, gerade für Unternehmen, die dann sagen, hier, unsere Angebote im digitalen Gesundheitsmanagement sind dann in der App verfügbar und ihr könnt dann auch ganz viele andere Sachen machen, was weiß ich, keine Ahnung, Gesundheitsverhalten oder so, präventiv. Was ist, wenn man keinem zustimmt? Ach so, sorry, ja, das war natürlich mein. Wenn man keinem zustimmt, einfach in den Chat schreiben. Das ist dann. Also, genau, also es ist natürlich eine berechtigte Frage, stimmen keinem zu. Also unter keinen Umständen. Ja, ist eine riesen ethische Diskussion oder eine riesen Grundsatzdiskussion, keine Frage, aber dennoch halt ein Riesenthema. Es scheint sich aber hier so ein bisschen aufzuteilen, keinem. Ja, das scheinen auch relativ viele zu sein. Könnte auch nochmal hier keinem. Ich mache jetzt einfach mal keinem als Option, dann könnt ihr einfach sagen, keinem. So, also da schlägt es jetzt schon aus hier. Das schlägt der Pegel schon deutlich aus, also anscheinend die Mehrheit, ne? Also anscheinend ist das ist wirklich ein Thema, wo viele Probleme haben. Gut, provokanterweise offensichtlich, natürlich jetzt hier. Also der Großteil will das anscheinend nicht. Verständlich. Wobei, na gut. So. Geht meinem Arbeitsgeber gar nichts an. Ja, okay, ist ja alles berechtigt. Ich beende das jetzt mal, auch wenn da noch so ein paar Kleckerfragen hinterherkommen. So grobes Stimmungsbild haben wir ja jetzt, ne? Also die meisten scheinen hier das grundsätzlich abzulehnen. So, jetzt die letzte Frage, um das auch nicht komplett in die Länge zu ziehen. Hier. Und das ist dann auch eigentlich die Übergabe an Johannes. So, also, neben den positiven Effekten gibt es ja auch, ja, könnten ja auch negative Effekte entstehen. Wir haben das jetzt gerade schon mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement so ein bisschen angeschnitten, mit der Ethik und mit der Datennutzung. Da geht es also um Persönlichkeitsrechte. Stimme mehreren zu. Okay, ja, wir machen jetzt erstmal noch. Stimmt. Dann
Ich mache mal eben hier mehrere Antworten, ja? Dann könnt ihr mehrere Antworten angeben. Sorry, mein Fehler. Ihr könnt jetzt mehrere angeben, wenn ihr möchtet. Ja, hier gibt es halt so Sachen, informiert nicht darüber, wer die App finanziert, ne? Sponsor und so, ist hier verletzt Persönlichkeitsrechte. Wie habt ihr das denn rausbekommen? Oder woher wisst ihr das denn? Diejenigen, die das angeklickt haben, vielleicht könnt ihr das mal in den Chat schreiben. Weil ich meine, das Problem ist ja zum Beispiel, dass häufig nicht klar ist, dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden zum Beispiel, ne? Übrigens bei den Menstruations-App ein Riesenthema gewesen. Das war letztes Jahr irgendwann. Da hatten wir das ja hier ein bisschen ausführlicher. Da war es auch so, dass es da dann eben Leaks, also im Nachhinein die Dinge rauskamen. Okay. Okay, gut. Also anscheinend Persönlichkeitsrechte ist wahrscheinlich auch mit Datenschutz eben so ein großes Thema. Ist auf jeden Fall mal spannend, nochmal zu sehen, was ihr so dazu sagt. Es gibt ja immer mal wieder Untersuchungen. Genau. Chaos Computer Club, Hanna, vollkommen korrekt. Oder netzpolitik.org, hier nochmal ein kleiner Werbeaufruf. Ja, super. Gut, jetzt haben wir so im Schnelldurchlauf schon mal so ein, zwei Fragen uns angeschaut, was ihr für Eindrücke hattet. Und um das geht jetzt eigentlich auch in dem Vortrag. Ja, Johannes wird jetzt was zu dem Thema, ja, Transparenz, Vertrauen, wie auch immer, von Gesundheitsanwendungen sagen. Danke schon mal, Johannes. Und ich werde sicherlich nochmal im Chat was vorlesen. Und wenn ihr Fragen habt, bitte kommentiert ausführlich im Chat. Und Johannes, machen wir das zwischendurch. Sehr gern, ja. Gut, dann unterbreche ich dich kurz, schreie eben rein und dann, okay, vielen Dank, ich übergebe mein Wort an dich, Johannes. Perfekt, ja. Vielen Dank auch nochmal zurück an Jan für die perfekte Intro und Sven an dich für die Überleitung zu der Nüchternheit des Themas. Das nimmt mir diese Aufgabe. Ja, ich freue mich, heute Abend mit dabei zu sein und etwas erzählen zu dürfen zum Thema Transparenz bei digitalen Gesundheitsanwendungen. Den Link zu den Fragen schiebe ich hinterher. Vielleicht drei Sätze vorweg, wer ich überhaupt bin, warum ich das mache, warum der Bertelsmann Stiftung drunter steht. Die Bertelsmann Stiftung, für die ich arbeite als Projektmanager, von Haus aus bin ich eigentlich Arzt, ist eine Stiftung, die man vielleicht das ein oder andere Mal schon in den Medien mitbekommen hat, die sich im Gegensatz zu anderen Stiftungen nicht damit befasst, Geld dafür Projekte auszugeben, die dann andere durchführen, sondern wir sind eine operative Stiftung. Das heißt, wir führen eigene Projekte durch in ganz verschiedenen Themenbereichen, Bildung, Kultur, aber eben auch Gesundheit. Und im Themenbereich Gesundheit gibt es ein Projekt, das heißt Trusted Health, das beschäftigt sich im Kern mit digitalen Gesundheitsanwendungen und vor allem mit der Frage, wie digitale Gesundheitsanwendungen dazu führen können, dass Gesundheitsversorgung verbessert wird. Denn wir glauben daran, dass das möglich ist, dass also digitale Gesundheitsanwendungen letztendlich ein Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist, der einen echten Patientennutzen bringen kann. Aber dafür ist es natürlich auch notwendig, dass gerade solche Gesundheits-Apps in die Breite kommen, die auch in der Lage sind, das zu tun, die also nachgewiesenen Nutzen haben, die einen sauberen Umgang mit Datenschutz und Informationssicherheit haben und so weiter. Und wir wollten uns mit dieser Zielstellung, und das ist sozusagen unser Wirkungsziel, haben uns diesem Thema genähert, schon vor rund 3 Jahren jetzt und befassen uns zunehmend intensiver damit, weil, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, in diesem Themenfeld eine ganz schön große Dynamik drin ist. Nicht zuletzt dadurch, dass letztes Jahr ein Gesetz verabschiedet wurde, das digitale Versorgungsgesetz, an dem unter anderem hängt, dass bestimmte Gesundheits-Apps in Anführungszeichen in die Regelversorgung kommen. Das heißt, nach einer Prüfung durch die gesetzliche Krankenversicherung erstattet werden können. Das heißt, von dem Arzt auch verordnet werden können. Und das ist natürlich eine Besonderheit, weil das ein enorm großer Hebel ist, auch um Gesundheits-Apps in die Breite zu bringen. Das ist im Moment ja auch eher noch eine Nischensache. Nicht, wenn man auf das Umfrageergebnis schaut, was die Nutzung zum Beispiel von Fitness-Trackern angeht. Aber wenn man auf
auf sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen schaut. Den Unterschied werde ich gleich noch ein bisschen erläutern. Noch ein ganz klein bisschen Framing, ohne dass das zu werblich werden soll, aber das ist notwendig, um ein bisschen dem Folien auch einen Kontext zu geben. Jetzt sind auf einmal zwei Logos auf der Folie. Das ist das der Bertelsmann Stiftung und das der Weißen Liste. Die Weiße Liste ist ein Projekt der Bertelsmann Stiftung vor über 10 Jahren mal gewesen, und ist inzwischen ausgegründet als gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin. Es ist ein Team, was sich genau damit befasst, was wir jetzt bei digitalen Gesundheitsanwendungen machen, nämlich damit Qualitätstransparenz im Gesundheitswesen zu schaffen. Wenn ihr auf weißeliste.de schaut, dann findet ihr aktuell so Dinge wie eine Krankenhaussuche oder eine Arztsuche, die dem Patienten dabei helfen sollen, ein auf ihre Bedürfnisse passendes Krankenhaus zu finden. Da werden Qualitätsdaten von Krankenhäusern aufbereitet und so dargestellt, dass der Patient sie auch interpretieren kann und daraus Schlüsse für sich ziehen kann. Und die Weiße Liste wird, das ist Teil des Projekts Trusted Health, demnächst eben auch ein Portal für digitale Gesundheitsanwendungen veröffentlichen. Das heißt, wir wollen Qualität über Gesundheits-Apps oder von Gesundheits-Apps transparent machen, um dem Bürger, dem Patienten zu ermöglichen, für ihn passende Anwendungen zu finden und auch einschätzen zu können, ob die eine gute Qualität haben oder eben nicht. Das war so letztendlich unsere Idee, wie wir in dieses Projekt Trusted Health gestartet sind. Wir sind jetzt nach knapp 3 Jahren einen ganzen Schritt weiter und wir haben vor allem viele, viele wichtige Fragen beantworten müssen, die noch unbeantwortet waren. Und das soll ein bisschen auch Teil des Vortrags heute sein, euch von diesen oder diese Fragestellungen und auch unsere Lösungsansätze mal zu schildern, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie komplex eigentlich diese Frage ist, was ist eine gute Gesundheits-App? Und da kommen wir irgendwie in Bereiche wie also wir müssen den Qualitätsbegriff irgendwie definieren, wir müssen überlegen, wie finden wir überhaupt, also wo bekommen wir Daten darüber, wie gut Gesundheits-Apps sind. Und genau, alles mündet eben in diesem geplanten Portal der Weißen Liste und noch ein paar anderen Anwendungen, die wir dazu planen, aber um dieses Portal soll es jetzt so ein bisschen gehen. Und einige Fragen von denen, die ihr eben beantwortet habt, wurden auch repräsentativ gestellt, unter anderem vom Büro für Technikfolgeabschätzung des Bundestages ist diese Frage, wo man sieht, dass es einen enormen Informationsbedarf in der Bevölkerung gibt. Und das war die letzte Frage, die Sven eben auch gestellt hat. Und da sagen in der Bevölkerung 60% eben auch, Gesundheits-Apps lassen Basisdaten vermissen, sodass die Nutzer schlecht einschätzen können, wie fundiert und vertrauenswürdig die App ist. Und genau das ist schon ein Bedarf, den wir eben mit der App-Suche der Weißen Liste decken wollen. Es sagen auch 85%, es sollte verbindliche Standards für Qualität etabliert werden. Daraus lässt sich schon schlussfolgern, dass es diese Standards eben bisher noch nicht gab. Und nicht nur die Bürger und Patienten haben da einen Informationsbedarf, sondern eben auch die Ärzte. Im Rahmen unseres Projekts haben wir auch verschiedene qualitative Fokusgruppen durchgeführt und da sagte ein Arzt, stand so ein bisschen pars pro toto für diese Fokusgruppen. Wenn das jetzt alles so kommt, damit ist gemeint, diese Dynamik in den Gesundheits-App-Markt, wie kriegen wir dann die Informationen, die wir an die Patienten weitergeben sollen? In diesem App-Dschungel blickt auch keiner mehr durch. Zu diesem App-Dschungel werde ich gleich auch noch ein paar Sätze sagen und den Dschungel ein bisschen durchsichtiger machen, hoffentlich. Die Hersteller von Gesundheits-Apps, die Digital Health Startups, sagen, dass die Herstellung von Transparenz über das Angebot und die Qualität von digitalen Gesundheitsanwendungen ein vordringliches Thema ist. Das ist klar, denn es gibt in den Stores eine unüberschaubare Anzahl an Apps, die man so als Gesundheits-App bezeichnen würde. Es gibt aber eben auch einen kleinen Teil, dazu später noch mehr, der eben einen höheren Anspruch hat, als in Anführungszeichen nur Fitness-Tracker und Co. zu sein, sondern die wirkliche Medizin, digitale Medizin machen wollen mit Anwendungen. Und die haben natürlich ein großes Interesse, ihre Qualität auch transparent
zu machen. Erstmal vielleicht kurz zur Definition, wenn wir über digitale Gesundheitsanwendungen sprechen, in Abgrenzung zu vielleicht Gesundheits-Apps im Allgemeinen, dann meinen wir für die weiße Liste damit sogenannte Medizinprodukte. Dazu gleich mehr. Wir meinen Anwendungen, die für Patienten gedacht sind. Es gibt durchaus auch Gesundheits-Apps oder digitale Gesundheitsanwendungen, die für Health Professionals gemacht werden, die also nur durch medizinisches Personal auch angewandt werden. Und wir meinen mit digitalen Gesundheitsanwendungen, mit DiGA, auch plattformunabhängige Anwendungen, also nicht nur native Apps aus den gängigen Stores, sondern zum Beispiel auch browserbasierte Webanwendungen. Und genau, ein Wort noch zum Thema Medizinprodukte. Es gibt eine inzwischen auch europäische Gesetzgebung zu dem Thema. In Deutschland spiegelt sich das wieder im sogenannten Medizinproduktegesetz. Da ist definiert, dass Produkte, und das sind jetzt nicht nur Apps, sondern das sind auch physische hergestellte Produkte, Implantate etc., die für bestimmte medizinische Zwecke gedacht sind, sich bestimmten Anforderungen stellen müssen. Diese Anforderungen sind im Medizinproduktegesetz definiert. Da geht es um die Vermeidung von Schäden, die an den Patienten zu den Nutzern zugefügt werden. Und es gibt eben auch Gesundheits-Apps, die in dieses Medizinproduktegesetz reinfallen, nämlich Apps, die dazu gedacht sind, in irgendeiner Form Erkrankungen entweder zu vermeiden oder sie zu behandeln. Also es können auch, wie gesagt, auch präventive Ansätze sein, aber eben auch therapeutische Ansätze oder auch diagnostische Ansätze. Und unter bestimmten Bedingungen, wenn ein Hersteller ein Produkt an den Markt bringen will, findet er sich halt in diesem Regelwerk des Medizinproduktegesetzes wieder und dann ist er gezwungen, bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Und wenn er diese Anforderungen dann erfüllt, dann darf er sich mit diesem uns allen bekannten CE-Siegel schmücken oder muss das sogar. Er muss dieses Siegel dann auf seinem Produkt in seiner App platzieren. Und dann haben wir eine relativ klare Abgrenzung zwischen digitalen Gesundheitsanwendungen und eben solchen Dingen wie Fitness-Trackern, Schrittzählern, Diät-Coaches, Fitness-Apps, die Dinge, die hier durchgestrichen sind in der Beispielliste. Was ganz interessant ist, das ist hier jetzt leider ein bisschen verzerrt dargestellt, das ist aber nicht schlimm. Wenn wir diese Abgrenzung anwenden auf das, was wir in Stores und Web finden, dann findet man diese Zahl von 100 bis 150.000 Gesundheits-Apps wieder, die sich irgendwo in den Stores tummeln. Wenn man aber schaut, wie viele davon fallen unter das Medizinprodukte-Recht, dann ist man bei einer Zahl von ungefähr 80 bis 100 Anwendungen in Deutschland. Das ist auf einmal ein sehr überschaubarer Markt. Und das sind die 80 bis 100 digitalen Gesundheitsanwendungen, denen wir uns mit der weißen Liste auch widmen. Das heißt, wir können uns gar nicht und wollen uns gar nicht diesem Dschungel stellen, sondern wir sagen, wir glauben, dass solche Anwendungen, die wirklich einen medizinischen Zweck erfüllen, dass es da gilt, Qualitätstransparenz zu schaffen und zu schauen, haben die am Ende auch einen Nutzen und es ist sinnvoll, die irgendwie auch in die Breite zu bringen. Hier ist jetzt noch erwähnt, zu Beginn ca. 10 bis 20 Anwendungen im BfArM-Verzeichnis. Dazu muss ich auch ein bisschen was erläutern. Ganz am Ende habe ich nochmal eine kleine Folie dazu. Das BfArM-Verzeichnis, zuerst mal das BfArM ist das Bundesinstitut, was zum Gesundheitsministerium gehört, das sogenannte Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, was unter anderem eben dafür zuständig ist, den Medizinproduktemarkt in Deutschland zu überwachen und gegebenenfalls Risikowarnungen rauszugeben, wenn irgendwo durch ein Medizinprodukt ein Schaden entsteht. Und durch das eingangs erwähnte digitale Versorgungsgesetz hat das BfArM jetzt den Auftrag bekommen, Anträge von IGA-Herstellern, also von Gesundheitsherstellern, entgegenzunehmen und diese Anwendungen zu prüfen und sie in einem Verzeichnis zu listen. Und alle digitalen Gesundheitsanwendungen, die in diesem BfArM-Verzeichnis mal gelistet sein werden, die können von Ärzten verordnet werden im nächsten Schritt und werden auch durch die gesetzliche Krankenversicherung vergütet.
Dieser Prozess ist top aktuell. Vor 2 Wochen ist das Portal des BfArM veröffentlicht worden, über das Hersteller ihre Anträge zur Aufnahme dieses Verzeichnisses einreichen können. Das BfArM nimmt sich dann bis zu 3 Monate Zeit, um diese Anträge zu prüfen und sie dann bei positiven Bescheiden in dem Verzeichnis zu listen. Das heißt, in ungefähr 3 Monaten wären wir in Deutschland, und das ist auch weltweit tatsächlich, dürfen wir einmal Vorreiter sein. In der Digitalisierung ist einmalig, dass die auf Rezept dann sozusagen möglich werden und auch erstattet werden können. Und die 10 bis 20 ist eine Schätzung unsererseits nach der Marktbeobachtung, dass jetzt ungefähr in dieser Größenordnung Hersteller ihre DIGA fit machen für diesen Prozess und dann auch die Aufnahme in dieses Verzeichnis beim BfArM beantragen. Also man sieht, das ist schon eine ganz schöne Lücke, die da zwischen diesem 100.000 und den 10 bis 20 erstattungsfähigen DIGA herrscht. Und das ist aber ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es da massive Unterschiede gibt und dass, wenn man von Gesundheits-Apps spricht, erstmal sehr genau differenzieren muss, worüber man eigentlich genau spricht. Und ja, wunderbar. So viel vielleicht dazu. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen in der weißen Liste, in dem Projekt Trusted Health, Qualität zu DIGA transparent machen, dann haben wir uns überlegt, das mit verschiedenen Bausteinen zu tun, mit verschiedenen Datenbausteinen letztendlich. Und zwar fokussiert das Projekt darauf, dass wir Selbstangaben der DIGA-Hersteller oder der DIGA-Anbieter erheben. Das machen wir, das ist nichts, was wir uns ganz neu ausgedacht haben. Das ist ein Prozess, den es bei den Krankenhäusern zum Beispiel schon gibt. Krankenhäuser sind gesetzlich verpflichtet, einmal im Jahr strukturierte Qualitätsberichte zu veröffentlichen, wo sehr standardisiert anhand von Fragenkatalogen Qualitätsdaten erhoben werden. Und genau das machen wir, da wollen wir dieses Konzept wollen wir anwenden auf digitale Gesundheitsanwendungen. Wir erstellen aber auch selbst Inhalt zu den DIGA, nämlich redaktionelle Zusammenfassungen, die erstmal nicht wertend sind, sondern nur beschreiben, was die DIGA eigentlich macht. Wir etablieren gerade ein medizinisches Expertenboard, das heißt medizinische Gutachter, die sich ganz speziell in den digitalen Gesundheitsanwendungen nochmal anschauen, was ist das theoretische medizinische Fundament der DIGA, also auf welchen Therapieansatz zum Beispiel baut die DIGA auf. Es werden noch Prüfprozesse zu Datenschutz und Informationssicherheit gerade ausgearbeitet. Wir wollen auch in die Gesamtqualitätsbewertung von Trusted Health externe Prüfergebnisse integrieren, beispielsweise eben auch die Ergebnisse, die jetzt aus dem Prüfprozess des BfArM kommen, und perspektivisch vielleicht auch noch Nutzerbewertungen integrieren. Aber ihr seht, das wird von links nach rechts immer blasser. Im Kern fokussieren wir eben auf die Selbstangaben der Hersteller. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen von den Herstellern wissen, wie gut ihre DIGA sind, dann müssen wir ihnen natürlich konkrete Fragen stellen. Das heißt, wir brauchen einen Kriterienkatalog, zu dem oder auf dessen Basis die DIGA-Hersteller ihre Angaben machen können, transparent machen können. Und den gab es bisher nicht. Deshalb haben wir den im letzten Jahr entwickelt. Der heißt AppQ und ist ein auch vom Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt gewesen. Und dieser Kriterienkatalog umfasst dann eben auch verschiedenste Bereiche, Qualitätsbereiche, die man bei so einer DIGA eben anschauen kann. Einen Satz möchte ich gerne noch loswerden zum Thema Public Reporting, vielleicht auch 3 Sätze, denn das ist das, wenn wir als Stiftung sagen, wir wollen so ein App-Portal machen, um Transparenz zu schaffen zur Qualität von Gesundheits-Apps, dann erfüllen wir damit verschiedene Zwecke. Nämlich neben dieser Transparenzherstellung auch noch den Zweck, dass wir so eine Art indirekte Wirkung bei den Herstellern erzielen wollen. Beispielsweise, die schauen, wie gut ist denn die Qualität meiner Konkurrenz, was leisten die denn alles, haben die schon einen guten Nutzennachweis für ihre Gesundheits-App. Das ist das sogenannte Konzept des Public Reportings, dass man eben alleine dadurch, dass man Qualität transparent macht, zu einer Verbesserung von Qualität führen kann, über viele indirekte Schritte. Und auch das wollen wir mit dem, was wir tun, erreichen. Genau, jetzt einmal zu AppQ, also zu dem
Kriterienkatalog, den wir im vergangenen Jahr entwickelt haben. Es gab bereits eine ganz gute Vorarbeit von einem Fraunhofer-Institut, vom Fraunhofer Fokus, was mal in einem großen Projekt international geschaut hat, welche Kriterienkataloge zu Gesundheits-Apps gibt es denn überhaupt schon so? Da haben sich schon viele Leute Gedanken zu gemacht. Und das Fraunhofer Fokus hat in APKRI, so nennen sie das, einen sogenannten Metakatalog zusammengestellt und mal alle potenziell denkbaren Kriterien zur Bewertung von Gesundheits-Apps in einen Topf geworfen. Und das haben wir als Grundlage genommen und haben daraus ein Gütekriterien-Kernset, so nennen wir es, entwickelt. Das rekurriert auch so ein bisschen auf die eben im Chat gestellte Frage nach, was sind denn Basisdaten? Die Idee ist, dass wir sagen, wir können nicht hunderte von Qualitätskriterien abfragen, sondern wir brauchen einen Kern an Qualitätsdaten, mit denen sich die Qualität einer Gesundheits-App halbwegs vernünftig beschreiben lässt, ohne dass eine pragmatische Erhebung dieser Qualitätsdaten auch verhindert wird. Und das haben wir getan. Wir haben dann eine Version 0.9 erstellt mit verschiedenen Experten zusammen und haben diese Version dann validiert in verschiedenen Schritten. Da gab es Fokusgruppen mit Ärzten, es gab Fokusgruppen mit Patienten, wo wir das diskutiert haben, Fachgespräche mit Vertretern von Krankenkassen und Versicherern, mit Vertretern der ganzen Landesdatenschutzbehörden. Es gab verschiedene Expertenkommentierungen. Und dann ist im Laufe der Monate ist eine Version 1.0 von AppQ entstanden, die dann Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, die jetzt auch immer weiterentwickelt wird, aber auf deren Basis wir jetzt eben bei den Herstellern der DiGA Qualitätsdaten erheben können. Und jetzt wird es ein bisschen konkreter, wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich Qualität bei Gesundheits-Apps? Wir haben in AppQ 9 Themenbereiche identifiziert. Das sind die in der rechten großen Box. Das geht von Dingen, die wahrscheinlich sehr naheliegend sind, wenn man sich die Frage stellt, wie würde man denn die Qualität am besten bewerten? Da geht es natürlich um medizinische Qualität, um sowas, das ist hier mit einem recht neuen Begriff hinterlegt, positive Versorgungseffekte. Da geht es also nicht nur um sozusagen einen medizinischen Nutzen der DiGA, sondern auch um die Frage, kann die DiGA über den medizinischen Nutzen hinaus auch noch andere Dinge leisten, zum Beispiel den Patienten unterstützen im Management einer chronischen Erkrankung oder ähnliches. Es geht natürlich um Themen wie Datenschutz und Informationssicherheit, um die technische Qualität, das bei einer Softwareanwendung jetzt auch naheliegend ist. Ein relevanter Bereich ist auch das Thema Verbraucherschutz und Fairness, also zum Beispiel so Fragen wie, sind die Nutzungsbedingungen der DiGA verbraucherfreundlich ausgestaltet, oder wenn es Selbstzahlermodelle sind, wie ist die Abo-Struktur, gibt es irgendwelche Kostenfallen, all solche Dinge finden sich da. Es geht um das große Thema Interoperabilität, also kann die DiGA für sich alleine als proprietäre Anwendung irgendwie agieren oder kann sie viel mehr, kann sie zum Beispiel Daten auch direkt austauschen mit dem behandelnden Arzt oder mit Angehörigen gegebenenfalls da, wo es sinnvoll ist. Es geht um Themen wie Nutzerfreundlichkeit und Motivation, also gerade bei einer DiGA, die beispielsweise in der Behandlung von chronischen Rückenschmerzen unterstützt, da bringt es nicht viel, wenn diese DiGA dreimal benutzt wird und der Patient sie dann in die Ecke legt. Deshalb ist es wesentlich, dass der Hersteller dafür sorgt, dass der Nutzer sozusagen am Ball bleibt und auch langfristig eine Anwendung nutzt, damit diese ihren Nutzen entfalten kann. Und es geht um die große Frage, kann diese DiGA an die Infrastruktur unseres Gesundheitssystems anknüpfen. Das sind sozusagen noch Zukunftsthemen. Auch hier irgendwie ist eine Authentifizierung mit einer EGK, mit einer elektronischen Gesundheitskarte möglich. Gibt es eine Anbindung an unsere Telematik-Infrastruktur und so weiter. Das sind Qualitätsfragen, die sich in diesem Themenbereich von AppQ wiederfinden. Und was man hier ganz schön sieht, ist, es gibt auch durchaus Widersprüche, wenn man über die Qualität von Gesundheit selbst spricht. Denn auf der einen Seite haben wir sowas wie Datenschutz, also wo man sagen würde, es geht eher darum, um Themen wie Datensparsamkeit. Es
sollen möglichst wenig personenbeziehbare Daten überhaupt erhoben werden in der Anwendung. Sie sollen irgendwie auch nicht weitergegeben werden. Und auf der anderen Seite sprechen wir bei Interoperabilität aber genau über dieses Thema, dass Daten eben leicht weitergegeben werden sollen und dass man möglichst viele und qualitativ auch hochwertige medizinische Daten hat, damit man sie im Behandlungsprozess auch nutzen kann. Deshalb, um schon mal vielleicht hier so ein bisschen das vorwegzunehmen, man wird nicht hinter einem Qualitätscheck einer Gesundheits-App einen Daumen hoch oder Daumen runter machen können, sondern man muss immer schauen, ob es für den einzelnen Patienten, für den einzelnen Anwender eine passende Anwendung ist. Also es gibt den Anwender, der sagt, mir ist das wichtig, dann, dass mein Arzt direkt mitbekommt, welche Gesundheitsdaten in dieser Liga erfasst werden. Und der nächste sagt, ich will bloß nicht, dass mein Arzt irgendwas mitbekommt. Und da kann dieselbe Liga für den einen Patienten perfekt sein und für den nächsten taugt sie eben gerade nichts. Um es zu komplettieren, neben den eigentlichen Qualitätskriterien von AppQ enthält AppQ auch noch ein sogenanntes Metadatenmodell. Da werden ganz einfach solche Dinge erfasst, die man einfach wissen will zu einer Gesundheits-App, nämlich zum Beispiel, wie heißt sie, auf welchen Plattformen ist sie verfügbar, also in welchen Stores, wann war das letzte Update, welche Funktionen enthält die Liga und so weiter. Das ist alles dort beschrieben. Und wenn wir jetzt mal in einen Themenbereich reinschauen, zum Beispiel in den Themenbereich positive Versorgungseffekte, dann ist AppQ so aufgebaut, dass in jedem Themenbereich eine gewisse Anzahl von Qualitätskriterien drinsteckt. In diesem Themenbereich sind das zwei Stück, nämlich das Kriterium Nachweis von medizinischer Wirksamkeit und medizinischem Nutzen und das zweite Kriterium Nachweis von Verfahrens- und Strukturverbesserungen in der Gesundheitsversorgung. Das sind diese eben genannten organisatorischen Nutzen, die eine DiGA auch haben kann. Und hinter jedem dieser Kriterien liegt dann eine Liste an Indikatoren, die der Hersteller entweder mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Beim Thema Nachweis von Verfahrens- und Strukturverbesserungen ist das dann zum Beispiel so ein Indikator wie postulierte Verfahrens- und Strukturverbesserung durch die DiGA ist durch randomisierte, kontrollierte klinische Studien belegt, bis hin zu Verfahrens- und Strukturverbesserung durch die DiGA ist in Fallserien erkennbar. Und da kann der Hersteller dann eben sagen, das trifft auf mich zu, dann muss er im nächsten Schritt auch noch diese Studie vorlegen. Und so kann er sich durch diesen ganzen Kriterienkatalog durchklicken, so dass wir in der weißen Liste dann einen sehr guten, umfangreichen, strukturierten Qualitätsdatensatz haben. Das ist also das, was AppQ macht. Das ist hier die linke Seite. Eine standardisierte Erhebung von Qualitätsdaten. AppQ ist übrigens als Kriterienkatalog unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Das könnte sich theoretisch jeder nehmen, jede Institution nehmen, die irgendwie Gesundheitsanwendungen testen will und könnte auf Basis dieses Kriterienkatalogs eine Datenerhebung durchführen. Und wir gehen als weiße Liste eben auch hin, nutzen unseren eigenen Kriterienkatalog und ordnen diese Selbstangaben der Liga-Hersteller dann im nächsten Schritt ein. Um das ein bisschen plastischer darzustellen, einmal ein Screenshot aus unserer sogenannten Publisher-Anwendung. Das ist eine Web-Anwendung, die wir entwickelt haben, damit Hersteller eben genau diese Qualitätsdaten einpflegen und auch aktuell halten können. Und dort klickt sich der Hersteller eben durch AppQ durch und macht all diese Angaben. Und im nächsten Schritt gehen wir hin und machen dann in der weißen Liste die Veröffentlichung dieser Qualitätsdaten. Ich zeige das einmal kurz, wie das an einem Beispiel aussieht. Hier einer Dummy-App gezeigt. Also das ist ein wird das Suchergebnis aussehen in diesem Portal. Da hat man schon mal ein paar Randinformationen zu der DiGA, aber im eigentlichen Detailprofil sieht man dann am Anfang neben diesen redaktionellen Inhalten, die wir selbst schreiben, dann ein Block, der die sogenannten Metadaten von AppQ darstellt, also auf welchen Plattformen ist die DiGA verfügbar, ist sie ein Medizinprodukt, also welcher Risikoklasse, werden die Kosten durch die Krankenkasse erstattet, für welche Zielgruppe ist sie geeignet und so weiter. Der Hersteller kann Screenshots der Anwendung hochladen, die wir auch darstellen. Und dann enthält dieses Profil aber auch den sogenannten Qualitätsbericht.
Und dort werden die Selbstangaben der Hersteller dann eins zu eins veröffentlicht. Das hier sind jetzt die ganzen AppView-Themenbereiche, wie ihr eben gesehen habt. Darunter finden sich die einzelnen Kriterien. Und innerhalb dieser einzelnen Kriterien kann man dann auch sehen, ich weiß gar nicht, ob man es hier genau an einem Beispiel sieht, sieht man auch wirklich auch für jeden Indikator, ob der Hersteller gesagt hat, der trifft jetzt auf mich zu oder nicht. Was jetzt hier interessant ist, und das ist genau der Schritt zwischen Qualitätstransparenz und Qualitätsbewertung, die Darstellung dieser Informationen, dieser Indikatoren wäre Qualitätstransparenz. Das hilft aber dem potenziellen Anwender, dem Patienten noch nicht so sonderlich weiter, weil der sehr wahrscheinlich nicht viel anfangen kann damit, ob jetzt der Hersteller DSGVO-konform ist oder irgendeine ISO-Norm erfüllt. Aber er kann mit einem Star-Rating was anfangen. Und das ist die Verdichtung der Informationen, die wir durch die weiße Liste durchführen. Das heißt, wir entwickeln einen Bewertungsalgorithmus, der auf Basis der Selbstangaben der Hersteller dieses Star-Rating ableitet. Und man weiß sehr gut irgendwie, dass ein dreistufiges Star-Rating das ist, was sehr valide funktioniert in der Informationsdarstellung. Und deshalb wählen wir diesen Weg. Da gibt es auch durchaus ein Das ist ja durchaus eine starke Vereinfachung, aber es hilft eben dem Nutzer hier zu sehen, zum Beispiel medizinische Qualität. Da interessiert mich gar nicht so sehr, welche Kriterien das hier genau sind, aber ich sehe, da ist einmal zwei, einmal drei Sterne. Das ist wahrscheinlich in Ordnung. Dann gucke ich noch, bei welchem Kriterium vielleicht nur ein Stern ist und ob das für mich wichtig ist. Und dann kann ich sehr schnell schon einschätzen, wie die Qualität einer Liga möglicherweise, ob die für mich passt. Johannes, es gibt eine Frage, und zwar die technische Sicherheit wird die praktisch nur durch die Eigenbewertung des Herstellers angegeben, oder gibt es da auch praktisch so eine Art von externer Prüfung? Also wie das, es gibt ja häufig dann so, dass die dann mit irgendwelchen, ja, wie Chaos Computer Club dann eben zusammenarbeiten, die das dann testen und sagen, okay, ne, muss er nochmal neu machen. Das trifft eher also trifft wird eher den Bereich Informationssicherheit treffen. Das ist so der, wo es genau um diese Frage geht, wie sicher sind meine Daten und hat der Hersteller ein gescheites Informationssicherheitsmanagement, hat er irgendwelche Penetrationstests durchgeführt und so weiter. Da streben wir auch an, eine externe Prüfung noch dran zu schalten. Erstmal werden wir nur die Selbstangaben der Hersteller als Grundlage nehmen. Was man aber bei dem Thema Informationssicherheit und technische Qualität wissen muss, ist, dass das durchaus auch Teil des Themas Medizinproduktegesetz ist. Das heißt, wenn der Hersteller in den Geltungsbereich des Medizinproduktegesetzes fällt, was bei uns alle Hersteller betrifft, dann müssen die, je nachdem, welcher Risikoklasse sie unterliegen, da gibt's so drei, vier Risikoklassen, müssen sie entweder selbst erklären, das geht auch dann, ist auch eine Art Selbstangabe, wie sie die Informationssicherheit gewährleisten. Wenn sie aber in einer hohen Risikoklasse liegen oder in einer höheren, dann ist es tatsächlich so, dass sie das nicht selbst erklären dürfen, sondern dann müssen sie, so schreibt es dann das Produktegesetz vor, dann brauchen Sie eine sogenannte benannte Stelle. Das kann zum Beispiel TÜV oder DEKA oder sowas sein. Und dann werden Sie extern geprüft. Und da kann man also daraus ableiten, dass dieses Thema schon auch gewissermaßen allein dadurch, dass die DIGA ein Medizinprodukt ist, schon fast mit abgedeckt ist. Aber dennoch für Gesundheitsanwendungen gelten dann nochmal irgendwie spezifische Anforderungen. Und deshalb wollen wir auch da nochmal in einen externen Prüfprozess gehen. Okay, Hanna, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das denke ich, genau. Gibt es auch 0 Sterne? Ist noch Kann ich eine vielleicht auch Frage. direkt drauf eingehen. Ja, 0 Sterne gibt es auch, nämlich dann, wenn der DIGA-Hersteller keine Angaben gemacht hat. Das heißt, 0 Sterne wird auch so interpretiert, kennt man aus den Stores auch, keine Bewertung verfügbar. Es gibt andererseits aber bei dem einen Stern auch nochmal die optionale Anzeige eines Warnhinweises. Also es gibt verschiedene Indikatoren oder verschiedene Kriterien, die so wichtig als so wichtig angesehen werden, dass wir da nicht einfach sagen,
wir stellen das durch einen Stern dar, sondern da gibt es dann einen Zusatzhinweis, der nochmal sagt, zum Beispiel, Achtung, der Hersteller hat keinerlei Informationen darüber zum Beispiel gegeben, ob er sich an die Datenschutzgrundverordnung hält, was ja eine gesetzliche Vorgabe ist, das zu tun. Und dann würde da nochmal ein Warn-Icon auch daneben angezeigt mit dem entsprechenden Text. Tatsächlich nähern wir uns so, was die Präsentation angeht, dem Ende. Ich hatte angekündigt, ich will noch zu diesem Thema BfArM-Liga-Verzeichnis ein paar Sätze sagen, weil das gerade noch so eine Aktualität hat. Dann können wir gleich gerne in eine ausführliche Fragerunde übergehen. Ich habe es eingangs kurz erwähnt, hier ist es nochmal ein bisschen, auch ein bisschen vereinfacht, aber es ist trotzdem umfänglich dargestellt. Es gibt, wie gesagt, seit dem vergangenen Jahr das digitale Versorgungsgesetz, was diese Verordnungsfähigkeit erstmal für Liga sicherstellt. Verordnungsfähigkeit heißt, eine Liga kann durch Arzt oder Psychotherapeuten verordnet werden, und dann muss die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten tragen für diese Anwendung. Das ist nochmal was anderes als zum Beispiel eine Verschreibungspflicht. Das darf man hier nicht in einen Topf werfen. Also es gibt momentan keine digitale Gesundheitsanwendung, die einer Verschreibungspflicht unterliegt, wo man also sagen würde, da kommt der Patient nur ran, wenn der Arzt ja auch verschreibt. Das heißt, jede Liga, die hier in diesem BfArM-Verzeichnis irgendwann landet, die kann sich der Patient in der Regel auch selbst kaufen. Das vielleicht erstmal so vorweg. Aber wie funktioniert dieser Prozess? Erstmal geht der Hersteller hin und stellt eben über ein elektronisches Antragsportal den Antrag auf Aufnahme seiner Liga in das Verzeichnis. Er muss dafür ein Medizinprodukt sein bereits. Das heißt, er muss diese CE-Kennzeichnung tragen. Und er darf auch nur ein Medizinprodukt der Risikoklasse 1 oder 2a sein. Das heißt, ein Medizinprodukt einer hohen Risikoklasse würde nicht diesen Weg hier durchlaufen können, sondern würde so dasselbe oder vergleichbares Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, wie es zum Beispiel auch ein Medikament tut, wenn es in die Versorgung kommt. Und hier, wie gesagt, dann Medizinprodukt niedriger Risikoklasse. Und was in der Gesetzgebung auch ausgeschlossen wurde, ist, dass hier Präventionsanwendungen reinkommen. Die können zwar sehr wohl Medizinprodukt sein, sie können aber nicht in diesen BfArM-Prozess gehen. Und das BfArM geht dann eben hin und sichtet die Antragsunterlagen und nach spätestens 3 Monaten bekommt der Hersteller einen Bescheid und dann landet die DiGA entweder in diesem DiGA-Verzeichnis, was auch ein Online-Portal sein wird, oder sie landet eben nicht da drin. Und im nächsten Schritt kann dann der Arzt oder Psychotherapeut hingehen, in diesem Verzeichnis eine DiGA wählen, sie verordnen. Interessanterweise, der Prozess für diese Verordnung, der ist noch sehr, 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 sehr offen. Vermutlich wird es, das ist wieder, passt wieder nicht zur Vorreiterrolle, aber vermutlich wird es ein Papierrezept oder ähnliches geben, wo auch erstmal eine Art Code dann aufgedruckt wird, mit der Anwender die dann freischalten kann, nachdem er sie geladen hat. Das soll natürlich alles elektronisch und komplizierter perspektivisch auch mal ablaufen. Und dann kann entweder der Arzt verordnen, oder der Patient kann eben auch dem Arzt sagen, ich habe da eine Diga im Verzeichnis gesehen, von der ich glaube, dass sie auf mich passt und kann ich dafür ein Rezept haben. Kleine Besonderheit, auch die Krankenkassen dürfen die Diga erstatten ihren Versicherten, ohne dass ein Arzt sie quasi verordnet hat vorher. Das heißt, auch der Patient kann sich theoretisch direkt an seine Kasse wenden und sagen, ich möchte diese Diga haben. Dann kann die Kasse sagen, gut, ich bezahle dir das. Allerdings braucht der Patient vorher eine entsprechende Diagnose, für deren Therapie die Diga eben auch vorgesehen ist. Das heißt, der Hersteller, wenn der die Aufnahme in dieses Verzeichnis beantragt, dann muss er sagen, das ist jetzt eine Diga zur Therapie von Typ-2-Diabetes. Und dann darf sie auch nur dafür verordnet und bezahlt werden, wenn der Patient diese Diagnose hat. Genau, so viel dazu. Letzte Folie ist noch eine Abgrenzungsfolie, weil ich gerade jetzt zum einen über
Trusted Health und ein App-Portal der Weißen Liste gesprochen habe und jetzt nochmal was über ein DIGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte erzählt habe, ist die Frage, brauchst du denn eigentlich beides? Da ein ganz klares Ja, denn das, was wir mit der Weißen Liste primär machen, ist wirklich Qualitätstransparenz und Public Reporting, so wie eben geschildert. Und was das BfArM macht, ist eine reine Überprüfung der Erstattungsfähigkeit durch die gesetzliche Krankenversicherung. Und dementsprechend sind in der Weißen Liste auch alle DIGA drin, die irgendwie ein Medizinprodukt sind. Und beim BfArM im Verzeichnis sind eben nur die drin, die auch eine Erstattung, Kollektiverstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung wollen. Es gibt zum Beispiel auch Hersteller, die sagen, wollen wir gar nicht. Wir haben zum Beispiel Selektivverträge mit einzelnen Krankenkassen abgeschlossen oder wir fahren Selbstzahlermodelle. Die gehen diesen Weg gar nicht, die sind aber trotzdem bei uns gelistet. Und die weiße Liste macht nicht diese Einschränkung auf die Risikoklassen 1 bis 2a, sondern nimmt die aller Risikoklassen auf. Und die Datengrundlage ist nochmal ein bisschen anders. Neben den Selbstangaben gibt es bei uns eben diese externen Prüfprozesse, das Gutachterboard für die medizinische Qualität und redaktionelle Inhalte. Und beim BfArM ist es eben der interne Prüfprozess. Und das eine ist letztendlich ein behördliches Verzeichnis, was durch eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Und die weiße Liste fährt einen unabhängigen gemeinnützigen Ansatz mit, wie gesagt, einer abweichenden Zielstellung. Soll jetzt gar nicht das eine besser oder schlechter machen als das andere, nur nochmal darstellen. Es sind zwei unterschiedliche Ansätze, die beide ihre Daseinsberechtigung haben und hoffentlich auch ganz gut zusammen funktionieren und sich entsprechend ergänzen. Gut, das soweit von meiner Seite. Ich hoffe, das war für die gute halbe Stunde jetzt nicht zu verdichtet, aber wir haben jetzt ja, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit, das ein oder andere Thema ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja, danke Johannes. Genau, es gab noch eine Frage, warum keine Präventions-App? Also da stand die Frage, warum darf es keine Präventions-App sein? Ja, ich muss so ein bisschen da auch mit gefährlichem Halbwissen hoffentlich punkten, aber die Erstattung von Präventionsanwendungen ist grundsätzlich auch im Sozialgesetzbuch anders geregelt. Also es gibt da einen anderen Topf der Sozialversicherung für präventive Angebote als für diagnostische und therapeutische. Und ich glaube, das ist die Grundlage, warum man gesagt hat, man kann das auch hier in diesem Prozess zumindest anfänglich noch nicht aufnehmen, weil man das Thema Prävention grundsätzlich anders betrachtet in der Sozialgesetzgebung. Ja, würde ich auch so sagen. Also ich habe das Ding ist einfach, also letztendlich, wenn man jetzt Gesundheitskompetenz stärkt, ne, also ist ja auch irgendwas mit Primärprävention, sage ich mal, ne, also im weitesten Sinne. Also ich denke mal, es kommt halt sehr darauf an. Das hat ja sehr definitorische, also man muss sagen, dieser Leitfaden ist ja sehr, da gibt es ja sehr klare Definitionen. Also was wir vielleicht unter Präventions verstehen, ist im Sinne des Gesetzes eben schon nicht mehr Prävention oder so, ne? Also das ist, ja, genau. Würde ich auch so sagen. Im Chat noch die Frage nach ob Apps bereits verschrieben wurden, ob es da Zahlen gibt. Also wie gesagt, erst seit 2 Wochen können Hersteller überhaupt beim BfArM die Aufnahme dieses Verzeichnisses beantragen und dann hat das BfArM 3 Monate Zeit. Also es wird jetzt irgendwann Mitte der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich die erste App auf Rezept sozusagen geben. Interessant ist da, wird auch nachvollziehbar, wenn man in die Szene der DIGA-Hersteller reinhört. Da will natürlich auch jeder so ein bisschen der Erste sein und so ein bisschen auch die öffentliche Wirksamkeit mitnehmen, weil wird mit Sicherheit durch die Medien gehen, die erste DIGA, die irgendwie erstattungsfähig wird in Deutschland oder auch weltweit. Insofern wird der Run groß sein. Da gibt es natürlich keine Transparenz drüber, wie viele Anträge da eingereicht werden und ob sie schon wurden. Und das Antragsverfahren ist relativ komplex. Aber das wird noch auch ein mediales Thema sein in den nächsten Monaten.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, zu der Prävention nochmal, ich glaube, man kann das auch an dem Medizinproduktegesetz ableiten. Weil, also, Medizinprodukte sind ja praktisch, da geht es ja im Gesetzestext nur um also Erkennung, Überwachung, Behandlung und nicht um, Ja, doch, es also geht auch nicht um um. Verhinderung tatsächlich in MPG. Deshalb ist es ganz, ganz, ganz spannend, dass beim digitalen Versorgungsgesetz dieser Verhinderungs oder dieser Begriff quasi nicht mehr auftaucht. Vermutlich sehr bewusst an der Stelle. Ja, wahrscheinlich. Aber im weitesten Sinne natürlich, also keine Ahnung, wenn man es ganz allgemein die Stärkung des, also Gesundheitsförderung oder stärkende, also kompetenzstärkende Apps zum Beispiel, aber die, wenn da Elemente drin sind, glaube ich, wäre das wahrscheinlich auch mit drin. Eine ganz spannende Frage zum Thema Bewerbung der Verschreibung. Also wie das letztendlich steckt dahinter ja die Frage, wie erfährt denn eigentlich der Arzt, der die DiGA verordnen soll, davon und oder wie erfährt vielleicht auch der Patient davon? Letztendlich ist das DiGA-Verzeichnis die Stelle, an der man dann nachschauen kann, welche DiGA es gibt. Es ist auch fraglich, ob da alle Informationen auch enthalten sein werden, sodass der Arzt entscheiden kann, ob er das jetzt verordnen möchte oder nicht, oder der Patient, ob er es haben will oder nicht. Aber natürlich ist es naheliegend, dass sich auch beispielsweise die Hersteller von Arztinformationssystemen mit dem Thema auseinandersetzen und auch Lösungen finden werden, wie sie DiGA-Informationen in die Praxissoftware oder in die Krankenhausinformationssysteme integrieren. Das wird ein wesentlicher Kanal sein. Und dann werden die Hersteller vermutlich auch die Vertriebsmaschinerie anwerfen und zum einen über den Arzt, aber vielleicht auch in der indirekten Ansprache des Patienten versuchen, ihre Anwendungen an den Markt zu bringen. Okay. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Also ich bin auch mal gespannt, gerade bei den, also die Ärzte haben ja so ein bisschen, ja, wir sagen mal, Probleme nicht. Also grundsätzlich ist denen ja bewusst, dass es jetzt soweit ist und kommen wird und auch eher mehr wird als weniger. Aber so ein bisschen haben sie natürlich dann die Sorge, okay, wie kann ich jetzt eben wissen, dass die App vertrauenswürdig und nutzbringend ist, weil man eben, das hatten wir im letzten Semester mal besprochen, da hatten wir darüber gesprochen, dass die Evidenzsynthese per se erstmal relativ schwierig ist. Also man will ja zum Beispiel wissen, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Medikament hat oder eine Intervention, dann will man ja auf einer systemischen Ebene wissen, haben diese Interventionen einen Nutzen? So, ne? Also ein sogenanntes Evidenzlevel. Da gibt es verschiedene Evidenzlevel, Expertenmeinung ist halt niedrigste und entweder ein systematisches Review oder mindestens eine gut durchgeführte, randomisierte Studie ist praktisch das Höchste. Und das hat man in größten Teilen, gar nicht eben bei den digitalen Interventionen. Also zum Beispiel in der Telemedizin ist es ganz gut. Da gibt es halt, das ist jetzt auch erstmal unabhängig von der App zu sehen. Also es gibt, eine gute deutsche Studie, die auch im Lancet übrigens publiziert wurde, die halt einen guten Nutzen bei telemedizinischen Anwendungen in einer ganz spezifischen Patientengruppe nachgewiesen hat. Aber eben hier ist es halt sozusagen ja wieder eine Spezifität drin. Und eben bei vielen anderen Apps ist das gar nicht so wirklich synthetisierbar, die Evidenz, weil die so viele Faktoren dazukommen. Dann sind die Outcomes alle unterschiedlich, dann sind die Komponenten der Interventionen alle unterschiedlich. Also die Apps haben alle unterschiedliche Inhalte. Und das ist dann für die das große Problem häufig. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird es dazu kommen, dass die Ärzte sagen, okay, ich habe hier meine Lieblings-App, die App XY, die verschreibe ich jetzt jedem Menschen mit Diabetes oder so. Das machen die ja bei, das machen die doch bei Medikamenten auch. Also die suchen sich ein Medikament raus und sagen hier, das Präparat habe ich gute Erfahrungen mit bei den Patienten, das verschreibe ich jetzt oder so. Oder wie siehst du das? Also. Ja, genau. Also das Thema des Wirksamkeits-Nutzen-Nachweises über Studien ist tatsächlich natürlich ein vorherrschendes. Das ist übrigens im Bereich der dann verordnungsfähigen DiGA nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil natürlich letztendlich mit Geldern der Sozialversicherung hier eine Leistung bezahlt wird und dann letztendlich auch erwartet wird, dass die auch einen Nutzen hat. Und
dieser Prozess beim BfArM, der sieht jetzt zum Beispiel vor, dass natürlich die Hersteller sagen können, sie haben schon einen entsprechenden Wirksamkeitsnachweis, eine entsprechende Studienlage. Die können dann auch direkt endgültig in dieses Verzeichnis aufgenommen werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Hersteller sagt, ja, ich habe noch keinen Wirksamkeitsnachweis, noch keine Studie, aber ich habe ein gutes Studienkonzept, ein gutes Evaluationskonzept, schon im Studiendesign vorliegen. Und auch diese Anwendung kann in das Verzeichnis aufgenommen werden und hat dann ein Jahr Zeit, diesen Wirksamkeitsnachweis zu erbringen. Sonst fliegt sie eben wieder raus, beziehungsweise man kann noch einmal den Zeitraum um weitere 12 Monate verlängern, aber dann müsste der Nachweis vorliegen, ansonsten kann die nicht weiter erstattet werden. Und wenn man mit den Herstellern spricht, was diesen Studiennachweis angeht, dann und man fordert ein hohes Evidenzniveau und man fordert randomisiert kontrollierte Studien, dann steht man natürlich schnell vor großen methodischen Fragestellungen auch und viele Hersteller tun sich da sehr schwer mit. Es gibt so das Stichwort Sham-App, wo man letztendlich versucht, so ein Placebo-App nachzubauen, neben der eigentlichen, wo man dann die wesentliche Funktion, um die es geht, sozusagen rauslässt oder verändert und schaut, dass man eine halbwegs echte RCT machen kann. Nur damit bringt der Hersteller auch eine Anwendung an den Markt, die bei der Hälfte der Nutzer irgendwie zu großen Fragezeichen führt, was letztendlich auch irgendwie dann schädigend für den Hersteller selbst ist. Also es ist ein ganz anderes Setting, in dem diese Studien dann durchgeführt werden müssen, als man das irgendwie aus dem klinischen Bereich kennt. Und insofern ist da vieles sehr experimentell und es wird gerade sogar gesetzgeberisch, politisch einfach jetzt mal was ausprobiert, was man, glaube ich, beobachten muss in den nächsten Monaten, wie gut das funktioniert und wo man auch an vielen Stellen dann noch nachsteuern muss. Ja, absolut, denke ich auch. Also es wird, ja klar, es musste jetzt passieren und es ist natürlich auch dahingehend, ja, es musste halt durch und es ist auch, ich würde es auch nicht schlecht reden, sondern eher positiv reden, aber dennoch halt mit Einschränkungen und mit Kritik, was absolut zu erwarten ist. Und ich bin da genau deiner Meinung, es wird halt zu vielen Anpassungen kommen, über die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass dieser, ja, dann hat man zumindest so eine Fahrtabhängigkeit, dass man sagt, okay, jetzt kriegen wir es nicht mehr weg, jetzt müssen wir es auch optimieren und das kann auf jeden Fall ein guter Motor sein für die Digitalisierung. Ne? Ja. Unbedingt. Gibt es sonst noch Anmerkungen von euch? Habt ihr noch Fragen? Ich würde noch fragen, sag mal, denkst du denn, dass die Patienten jetzt auch einen Run machen oder gibt es bestimmte Gruppen, die vielleicht eher einfordernd, ja, agieren? Es gibt durchaus Patientengruppen, die mit digitalen Gesundheitsanwendungen schon sehr vertraut sind. Beispiel Typ-1-Diabetiker, Migränepatienten, wo es etablierte Anwendungen gibt, die auch schon eine breite Community, einen breiten Nutzerkreis haben. Die werden sicherlich froh sein, dass es dann auch vielleicht perspektivisch die Möglichkeit gibt, dass ihre Anwendungen erstattet werden. Ich glaube, für die, die sich mit digitalen Gesundheitsanwendungen oder die noch keine Berührungspunkte damit hatten, da wird es eine echte Herausforderung sein, die auch zu erreichen und auch die Ärzte dahin zu bringen, dass sie sozusagen digitale Gesundheitsanwendungen als zusätzliche Option in ihrem Portfolio wahrnehmen, um irgendwie Behandlungen oder etablierte Behandlungsstränge irgendwie zu ergänzen, zu flankieren. So, bis die erste DiGA oder der erste DiGA-Typ irgendwo in einer Leitlinie auftaucht, in einer Behandlungsleitlinie, Versorgungsleitlinie, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das ist aber auch in Ordnung so. Insofern ist es, glaube ich, jetzt als Anfang der Entwicklung zu begreifen und aber mit einer Entwicklung, die durchaus echtes Potenzial hat, dann auch die Versorgungslandschaft zu verändern. Ja, sicherlich auch vielleicht in zweierlei Hinsicht. Also einmal, dass die Ärzte mehr an solche Anwendungen kommen, aber auch die Patienten vielleicht, dass die oder dass das gegenseitig sich so ein bisschen beeinflusst. Also auf der einen Seite die Nachfrage und das Angebot, irgendwie, dass das sich so ein bisschen gegenseitig pusht, irgendwie so, ne? Ja.
Gut, okay, gibt es keine weiteren Fragen mehr, glaube ich, ne? Gibt es noch von den Kollegen hier, Jan, Cesar, ich glaube nicht. Gut. Ich kann nur sagen, vielen Dank, Johannes. Großartiger Vortrag, genauso wie wir es uns erwünscht haben. Dankeschön. Das freut mich, vielen Dank. Das hat wie immer Jetzt große muss ich noch Freude fragen, gemacht. das Portal geht jetzt erst online, ne? Also die Das geht im Juli das online, geht genau. Ja. im Juli. Okay, gut. Dann ja, geht alle fleißig auf das Portal und ich werde mir es auf jeden Fall anschauen. Danke, dass ihr dabei wart, Sina und Johannes. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze, oder? Wir sagen nochmal schnell an alle, die es nicht genau wissen und vielleicht vom Norden dazugezogen sind, also nächste Woche Feiertag. Ja, nächste Woche sind wir nicht da, übernächste Woche wieder, 18. Alles Schönen klar. Abend, Bis vielen dann. Dank an alle. Danke. Vielen Dank Jo. auch von meiner Seite. Tschüss.